Wieso willst du denn jetzt plötzlich alles hinschmeißen? Weil ich mich nicht anpassen will, weil ich frei sein will. Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben? Ich habe ja gestern, habe ich auch einen Film gestern Abend noch geguckt. Ich habe es noch geschafft, es war schon spät. Aber den kann man auch abends gucken, auch wenn man ein bisschen müde ist, Gott sei Dank. Weil er zum Glück, muss ich sagen, nicht so ein schweres DDR-Drama ist, wie man es schon, muss man ja leider sagen, leider 100 Mal gesehen hat. Weil ich mich natürlich gefragt habe, was will man denn noch erzählen? Jetzt kommt wieder ein DDR-Film, also mit Hintergrund, es ist ja wie mit Weltkriegsdramen, die kommen ja mindestens 3-4 Mal im Jahr, hat man das Gefühl, deutsche Filme. Aber der hat eine angenehme Leichtigkeit und erzählt vor allen Dingen ein Thema, was nicht jeder kennt, glaube ich. Nämlich so aus der Modewelt, aus durchaus auch im Bundes-DDR-Leben. Das ist ja auch eine wahre Geschichte, wusste ich nicht. Wusstet ihr, dass es das überhaupt in der DDR gab? Ihr habt ja jetzt keinen direkten DDR-Bezug. Aber wusstet ihr, da gibt es auch eine Modewelt, eine lebendige Szene, die vielleicht nicht ganz so offen ist, aber die existiert. Wurde so wahrgenommen. Wurde ich auch eines Besseren belehrt. Ja. Wir hatten ja glücklicherweise eine Zeitzeugin, die das Drehbuch geschrieben hat und dann auch noch Regie geführt hat. Also über Elrun haben wir wirklich direkten Zugang zu allen Informationen bekommen, die man brauchte, um diese Zeit, die, oder sagen wir mal, diese Seite der DDR, die mir auch nicht bekannt war, irgendwie zum Leben zu erwecken. Ja, bei mir war das, ich hatte so einen ganz kleinen Bezug, weil wir zu Hause diese Bildbände von den Sibylle Fotografien hatten, also diese ganzen alten Ostfotografen, die dafür fotografiert haben. Und das kannte ich schon, weil ich auch fotografiert habe, und dann habe ich die zum Casting dann wiedergefunden und mir angeschaut und hatte aber nie bewusst, ich was damit zu tun, und wusste gar nicht, dass es so existiert und dass es so eine schöne Welt ist. Ich bin ein absoluter Wessel, komme aus Hamburg und in der dritten Generation und hatte gar keine Ahnung von nichts. Und da Elruns Expertise auf jeden Fall war sehr notwendig. Gleich mal direkt, David, zu dir nochmal. Du, wenn man deinen Instagram-Account sieht, weiß man, dass du dich gerne fotografieren lässt auch, ja, und sie gerne posierst. Aber deine Figur, ja, komm, das passt schon. Hat dir denn deine Figur als Fotograf Coyote, wie er da im Film heißt, gleich auch zugesagt? Konntest du dich damit identifizieren? Ein bisschen. Ich fand es schön, ich fand die Vorstellung schön, oder schön so zu tun, als wäre ich auf der anderen Seite der Kamera. Ja. Ich habe mich aber als Fotograf dann auch versucht und habe großspurig behauptet, ich würde zum Beginn des Films auch ein kleines Fotobuch an die Crew schicken oder an meine Kollegen. Das hat sich aber ziemlich schnell verflüchtigt, diese Idee, weil ich dann die Bilder entwickelt habe und ich bin alles andere als ein begnadeter Fotograf. Deswegen ist es ganz gut, dass ich so tue und Ute Mahler dann die echten Fotos beigesteuert hat. Und Peter Hartwig, ganz, ganz viel. Peter Hartwig ist grandios, ja. Ja, im Film bist du ein grandioser Fotograf. Also immerhin darfst du so sein. Ne? Ja, darfst du tun, das auch. Marlene, du bist, kann man ja sagen, die Jüngste im Dreierbündnis hier. Wie war das für dich, hier die DDR so kennenzulernen? War das total unmöglich, weil man vielleicht andere Bilder im Kopf hatte? Wie war das für dich als Azubi sozusagen dort im Film? Ja, ich kenne es natürlich nicht, aber ich hatte einen Bezug, weil meine Familie auch aus dem Osten kommt und aus Berlin, und daher kannte ich das alles. Also es war mir zumindest nicht total unbekannt. Und dann war es natürlich schön, einfach einzutauchen, auch durch die Kulissen und Kostüme und alles, was wir, die ganzen Departments, was die dazu gesteuert haben. Und wurde auch gut an die Hand genommen als Küken. Ja, und du machst es ja auch sehr gut. Ist das hier jetzt dein Plan? Ha? Hier, solche Bilder? Ja. Ja, ist das dein Plan jetzt? Ja. Wieso willst du denn jetzt plötzlich alles hinschmeißen? Ich kann doch sowieso nicht mehr studieren. Kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben. Und Schriftstellerin wäre ich auch nicht mehr. Warum das denn jetzt? Mann, weil ich mich nicht anpassen will, weil ich frei sein will. Weil ich niemals so werden will wie du. Jetzt möchte ich mal Sabine fragen, inwiefern du spielst da einen im Film einen Mode interessierten, Rudi heißt er,
Bist du im wirklichen Leben auch Mode interessiert? Und wusstest du, dass man aus Duschvorhängen Kleidungsstücke machen kann? Sogar aus Leichenfolie kann man Kleidungsstücke machen. Ja, genau. Also privat bin ich eher so zurückhaltend und ich versuche mich nicht über Klamotten auszudrücken, sondern eher den Fokus auf die Inhalte zu lenken. Und da habe ich so über die Jahre eine gewisse Uniform gefunden. Auch wenn ich heute Knöpfe aus Perlmutt habe. Aber das Highlight des... Ja. Ja, das passt. Ihr passt gut zusammen, ja. Also, das überblendet mich. Generell, ihr habt natürlich passende Kleidung, ja. Ich liebe Mode, sollte aber, wie gesagt, nicht von den Inhalten ablenken. Dann ist sie genau richtig. Ja, aber in der DDR war das ja offensichtlich für viele ein Hoffnungsschimmer. Eines Ausdrucks und einer Freiheit, ja. Genau, nochmal anders als in der Bundesrepublik. Und ja. Deshalb ist es durchaus so interessant, dass hier nochmal... zu sehen. Großartig. Also wie gesagt, sie hat eine Dreierfunktion. Zeitzeugin, Autorin, Regisseurin, Freundin, Indie-Schrankenweiserin. Es ist einfach, war eine gute Mischung. Und das Ergebnis, das du ja bestätigt hast, voller Leichtigkeit ist, das kriegt man nicht mit links hin. Also da braucht man Kompetenz und auch viele Auseinandersetzungen auf dem langen Weg, den wir gemeinsam hatten. Und es war eine bereichernde, aber auch keine leichte Erfahrung. Und das ist sehr schön, finde ich. Ja, das hat es eigentlich total abgerundet, weil ich auch nochmal sagen wollte, dass sie halt ganz klar diesen Film immer vor Augen hatte. Sie hat jahrelang daran gearbeitet und wusste eigentlich bei jedem Bild, wie sie sich das vorstellt, jedes kleinste Detail. Und es war total schön, weil man diese Klarheit mitbekommen hat und dadurch so klar zusammenarbeiten konnte. Wir konnten uns gut mit Wissen in ihre Hände begeben und formbar sein. Ja. Das ist doch was Wunderbares, ne, als Darsteller, genau, wenn man so eine Regisseurin hat. Wie gesagt, ich war, muss ich ehrlich sagen, überrascht über die Leichtigkeit des Films, weil man das muss man auch ehrlicherweise sagen, ist zumindest meine Meinung, nicht so oft in deutschen Filmen hat, schon gar nicht, wenn es um, in Anführungszeichen, ernste Stoffe geht, DDR-Hintergrund und so weiter. Deshalb ist es super. Nochmal, wollt ihr den Film... mal in einem Satz, jeder in einem Satz beschreiben, was euch spontan einfällt. Ihr könnt auch einen halben Satz sagen. Ganz spontan. Wollt ihr anfangen? Oder wollen wir jeder ein Wort sagen und der andere sagt das nächste Wort? Nein, das ist ja. Oder so. Ich drücke, also Coyote drückt den Auslöser und der Auslöser für ein neues Leben von Susi. Möchtest du? Ich habe so ein paar Begriffe im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich die zusammenfinden würde. Es ist ein Auf und Ab getrieben von Lebensfreude. Ja, ich finde, der Film macht Mut, einen eigenen Weg zu finden und diesen zu gehen. Und das ist für mich auch die Hauptaussage, dass man vielleicht in einen Land oder ein System oder auch in gewisse Erwartungen reingeboren wird, aber dass man sich von diesen zu lösen hat und dass das Teil des Erwachsenwerdens ist. Und das erzählt dieser Film und er wird viele junge Menschen berühren, die unbedingt ins Kino gehen müssen und das wird einfach der Knaller des Jahres. Ich finde, der Film erinnert einen daran, dass Freiheit ein kostbares Gut sein sollte, dass man nicht ein bisschen unterschätzt, sondern sich vielleicht mal auch bewahrt und wirklich genießt. Dankeschön. Ciao. Ciao. Du bist eine von uns, aber du hörst sie näher. Entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht. Help me make someone.